Das Frühcafé. Alle Welt freut sich über das 1:0 vom HSV. Fußball natürlich die große Sportart. Es gibt aber andere Sportarten, die sind ebenfalls ziemlich interessant. Zum Beispiel Racquetball. Zurzeit finden die Europameisterschaften hier in Hamburg statt. Schönen guten Morgen, Jörg Ludewig, Präsident vom Deutschen Racquetballverband, und Martin Klippel, Nummer 1 des deutschen Herrenteams. Morgen. Übrigens im Juni ja auch gewonnen bei den Hamburger Meisterschaften. Ja, bei den offenen Hamburger Meisterschaften. Bei den offenen Hamburger Meisterschaften. Racquetball, für alle die es überhaupt nicht wissen, was dieser Sport ist. Ich habe eben in der Begrüßung schon gesagt, ist so eine, viele sagen, das sieht aus wie Squash, aber es kommt eigentlich eher vom Tennis, ne? Ja, die Ursprünge sind in Amerika zu suchen. Also in den 20er Jahren, meine ich, ist es entstanden, dass man brauchte irgendwie Trainingseinheiten fürs Tennis, und dann hat man irgendwie mal eine Wand gefunden, und so fing es dann an. Dann hat man da erstmal die Tennisschläger draufgeschlagen, und dann irgendwann hat einer gesagt, da kann man auch andere Schläger für benutzen und ein bisschen anderen Ball. Ja, und dann nahm das Gute dann seinen Lauf. Wir müssen ja auch sagen, das deutsche Team ist Europameister geworden von vor zwei Tagen. Gegen Irland, glaube ich, im Halbfinale gewonnen. Und das Finale, gegen wen war das nochmal? Österreich. Gegen Österreich. Und die haben sich gewehrt. Ja gut, wehren ist auch gut, dann freut sich das Publikum. Auf jeden Fall. Also Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. War das ein überraschender Sieg eigentlich? Oder? Eigentlich nicht, wir waren Favoriten. Ja. Wir waren klar Favoriten. Die Konkurrenz war schon stärker als erwartet eigentlich. Ja. Also, vor allem in Österreich. Ne? Das stimmt. Das waren schon spannende Matches. Nochmal für die Leute, die sich das nicht vorstellen können. Ist das denn wirklich dann so ein Kasten wie beim Squash, dass man gegen die Wand schlägt mit einem Ball? Kann man das so beschreiben? Ja, das kann man so beschreiben. Die Fläche ist ein bisschen größer, also der 12 Meter lang, 6 Meter breit und 6 Meter hoch. Und das ist eigentlich auch ein entscheidender Unterschied zum Squash, dass die gesamte Halle benutzt werden kann. Also man kann auch das Dach mit benutzen, die Decke spielen. Also okay. Und man hat eben die Spielfläche, ist auch die ganze Wand bis nach ganz unten. Und dadurch, dass man einen größeren Ball hat und der Schläger auch ein bisschen anders ist. Genau, wir können den Ball mal zeigen. Und der tut, glaube ich, auch ein bisschen mehr weh als ein Squashball. Sie können es zu Hause zwar nicht fühlen, aber er ist relativ, ja nicht hart, aber er ist schon sprungfreudig. Ja. Und das, glaube ich, tut richtig weh. Deshalb muss man auch die Schutzbrillen, die wir dort haben, anziehen. Hier hat sich das eingebürgert, dass es zur Vorschrift wird. Empfehle ich eigentlich auch für Squash. Da hat sich das noch nicht so etablieren können. Aber wenn man sich vorstellt, wenn man sowas ins Auge bekommt, das ist nicht sehr erfreulich. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht erfreulich, wenn man den auf den Oberschenkel abkriegt. Nee, genau. Der Ball, wie schnell wird der ungefähr? Also der kann bis zu 300 km/h erreichen. Also das geht richtig. Das geht zur Sache. Das ist eine schnelle Sportart, ne? Ja. Man muss sich schon bewegen. Der Schläger, können wir da ein paar Worte verlieren? Drüber? Ja, kann ich ja mal erklären. Also der Schläger sieht eigentlich von der Schlagfläche, hat er die Größe von einem Tennisschläger. Er hat keinen Stiel, die Schlagfläche ist direkt an dem am Griff dran. Und also ist relativ kurz, kompakt, sieht aus wie eine Mischung aus Squash und Tennisschläger. Genau. Und man muss einen Handschuh dafür anziehen. Ja, ist empfehlenswert, da man doch sehr stark schwitzt dann auf dem Court. Je nach Gegner natürlich, aber trotzdem sieht man hier, dass ja hier ein Gummigriff drauf ist. Und in Verbindung mit dem Handschuh hat man da den bestmöglichen Halt, haben wir herausgefunden. Wie populär ist eigentlich Racquetball bei uns in Deutschland? Ja, in Deutschland ist es nicht so populär, weil man braucht ja, um zu spielen, eine Halle. Und so viele Hallen haben wir leider in Deutschland nicht. Das bedauern wir natürlich sehr. Aber damit müssen wir mit leben. Populärer ist das sicherlich in Amerika drüben. Da ist das sicherlich so, wie es hier Squash ist. Ist da drüben in Amerika, da spielen das also Millionen, oder kann man sagen. Und in Jenfeld haben wir eine Anlage und dann die nächste ist wieder irgendwo in Bad Tölz. Ja, wir haben noch eine, oder hatten wir eine auch noch in Rahlstedt, aber die ist leider zurzeit geschlossen. Und jetzt ist eine in Worms, haben wir natürlich noch eine. Wir haben jetzt eine in Bad Tölz. Und wir haben ungefähr noch 300 Courts in Deutschland rumstehen, die Amerikaner benutzt haben, die wir leider nicht so richtig aktivieren können. Aber nur gut, müssen wir mal sehen. Warum? Weil die Amerikaner sich noch ein bisschen querstellen? Das kann man so nicht sagen. Sie sind da relativ offen. Aber man muss immer vor Ort letztlich Leute finden, die das dann irgendwie machen. Weil wenn wir hier oben im Norden versuchen, das zu machen, das ist einfach schwierig. Und da ist eigentlich die größte Problematik eigentlich drin. Die Europameisterschaft läuft jetzt noch. Bis wann? Bis Sonnabend. Sonnabend sind die Endspiele. Ja. Sehr, sehr interessant. Kann man auch wirklich nur empfehlen, mal zu kommen, weil das doch ein sehr dynamischer Sport ist. Und sag ich mal so, diese Dynamik, die ist selten zu sehen, und deswegen, denke ich mal, ist das sehr interessant zu kommen. Die Leute sind
ich würde fast sagen, profimäßig sind die trainiert. Also wirklich austrainierte Menschen, die da spielen. Und das ist also interessant. Also Sonnabend fangen die an, um 10 fangen sie, glaube ich, an mit den Endspielen. Würden wir dich denn da noch sehen dann? Das hoffe ich ja, dass ich bis da noch drin bin. Ja. Also die Konkurrenz ist sehr stark. Aber ich werde mir Mühe geben, Sonntag auch noch zu spielen. Okay, dann sagen wir noch schnell, wo wir hinkommen müssen, um das Ganze zu sehen. Sportdepartement in einer Basbüttler Straße in Hamburg-Jenfeld ist es. Also, ich hoffe, dass viele Hamburger jetzt sagen, diesen Sport gucke ich mir mal an. Ja. Für Squash-Ambitionierte vielleicht auch. Ja, auch interessant, das mal zu spielen, denke ich. Und vielleicht gibt es ja noch Leute, die dann sagen, ich gehe auch in einen neuen Verein und mache das. Ja, das wäre doch klasse. Bin bei der nächsten Europameisterschaft dabei. Vielen Dank für den Besuch heute Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch.